Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch das CRKT Dogfish vorstellen. Das ist ein etwas ausgefalleneres Neck Knife und hat ein paar coole Funktionen. Zwar handelt es sich um dieses hier. Design ist bei Tom Crane. Das gibt es wohl auch von Tom Crane in der handgemachten Edition. Das ist jetzt der lizenzierte Nachbau quasi von CRKT. Wird in Asien gefertigt aus 3 CR13 Stahl. Das ist jetzt genau genommen nicht die Wucht. Also wenig Kohlenstoff und ein bisschen Chrom sind drin. Also 13% Chrom. Aber Schneidwunder kann man davon nicht erwarten. Ich habe es auch in der Praxis gehabt, dass ich halt öfter auch mal kleine Rostansätze, dann Korrosionsansätze auf der Klinge habe. Ist also eher ein sehr günstiger Stahl, der nicht auf Performance ausgelegt ist. Was aber sehr cool ist, ist einfach dieses Messer. Es wird mit so einer Kydex-Scheide geliefert, mit einer Kugelkette. Und ich muss sagen, so eine schlechte Scheide habe ich noch nicht gesehen. Ich hab mich vor dem Kauf auch informiert im Internet und alles, und da hieß es schon, ja, Messer ist top, Scheide ist Mist. Und ich dachte halt, ja, okay, so schlimm wird sie nicht sein. Doch. Also dafür, dass man das Messer am Hals trägt, also oder um den Hals, das heißt in Brusthöhe, meistens unter dem T-Shirt, das heißt also in Reichweite von Haut und dann auch unter Umständen empfindlichen Organen. Dafür ist die Scheide einfach zu schlecht. Also, ich weiß nicht, das kann man nicht gut sehen auf dem Video, aber den Halt in der Scheide, der ist so minimal, also vielleicht, ja. Also, das ist nix. Ich hatte auch mal einen Böker Grasshopper, das ist auch ein Crane-Design, aber halt von Böker Plus gefertigt, mit einer Kydex-Scheide, die von Tom Crane war. Da konnte man quasi ein Auto dran abschleppen, ohne dass das Messer aus der Scheide kommt. Jetzt übertrieben gesagt. Also da war der Halt ziemlich gut. Und hier, das ist einfach nur Mist. Aber gut. Das Messer ist top. Das hat hier hinten quasi ausgeformt wie ein Fischkopf, kann man so sagen. Hat eine schöne Ausfräsung. Klingenstärke ist 3 mm, glaube ich. Plus minus 3,5 vielleicht. Klingenlänge sind 57 mm und Gewicht sind 43 Gramm. Und gesamt ist es 13 Zentimeter lang. Ja, ansonsten hat halt noch eine coole Funktion hier hinten vom Flaschenöffner. Klappt auch wirklich gut, setzt man an. Funktioniert. Ja, ansonsten, hier ist noch eine Markierung CRKT. Und hier ist die Markierung Crane Design Dogfish. Und ich muss sagen, ich habe relativ große Hände, also ich habe nicht die kleinsten Hände, Handschuhgröße 9. Das liegt gut in der Hand. Also das liegt so, das ist quasi ein Dreifingermesser, ein schönes. Wenn man es als Dreifingermesser benutzt, dann liegt das echt gut in der Hand. Der kleine Finger hat da nichts zu tun, aber damit kann man auch schon mal kleinere Sachen machen. Also es liegt gut in der Hand. Klingenschliff ist ein sehr dezenter Hohlschliff, was halt auch nicht auf maximale Schneideleistung ausgelegt ist, bei der kleinen Anschliffhöhe und bei der relativ dicken Klinge. Ist halt für den Gelegenheitsschnitt gedacht und ja, an sich so auch ein gutes Messer. Hab's mir halt hauptsächlich gekauft wegen den Ausfräsungen am Griff und wegen der Flaschenöffnerfunktion, fand ich irgendwie witzig. Ja, aber jetzt mit der schlechten Kydex-Scheide zusammen
bedeutet das, dass ich mir halt nochmal Gedanken machen muss, nochmal eine Scheide hinzukaufen oder vielleicht mal selber bauen. Ansonsten gutes Messer, Stahl ist nicht so gut, aber macht Spaß. Habe ich mir dann geholt, weiß nicht, auch habe ich auch schon ein paar Jahre und kostet auch deutlich unter 30 Euro. Ich glaube, irgendwie 23 Euro habe ich bezahlt. No. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vielleicht nicht als Nummer 1 Gebrauchsmesser, aber als nice to have, schönes Messer zum haben mit Flaschenöffner ist das eine gute Sache. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.